Wir wurden alarmiert mit dem Stichwort, dass ein Hund im Mülleimer feststeckt. Sind dann ja, hierher gefahren zum Einsatzort. Vor Ort hat sich das ein bisschen dramatischer dargestellt. Der Hund steckte kopfüber in den Mülleimer, war stark am Zappeln und am Bluten. Wir haben dann den Mülleimer geöffnet, den Deckel geöffnet, haben gleich festgestellt, dass er da feststeckt und wir ihn so nicht ohne weiteres befreien konnten. Haben dann den GWT der Feuerwehr Hannover nachfordern lassen. Die haben die Möglichkeit, den Hund zu betäuben. Das haben wir dann hier vor Ort auch getan, weil der Hund sehr unruhig war. Haben dann mit hydraulischem Rettungsgerät den Deckel entfernt und der Hund fährt jetzt zusammen mit der Feuerwehr Hannover zur Tierärztlichen Hochschule. Dort wird er dann richtig betäubt, sage ich mal, professionell, und da wird der Deckel dann entfernt. Der Hund war sehr erschöpft, er hatte viel Angst, das hat man gemerkt. Deswegen haben wir auch erstmal gar nicht so viel gemacht, um ihn zu beruhigen. Sein Besitzer ist dann dazugekommen, hat ihn nochmal beruhigt. Das hat auf jeden Fall geholfen und wird jetzt aber auch allerhöchste Zeit, dass er jetzt weiter versorgt wird. Das ist definitiv schon mal eine andere Art von Einsatz. So eine Tierrettung hatte ich auch noch nie, wo es wirklich auf jede Sekunde ankam und wir noch Spezialkräfte anfordern mussten.